Mein Interesse an pädagogischen Handlungsfeldern wurde durch meine Erfahrungen während des Zivildienstes in einer Behindertenwerkstatt geweckt. Zu dieser Zeit lernte ich Menschen aus der Jugendarbeit kennen, die mich sehr faszinierten. Aus diesen Begegnungen entwickelte sich nach und nach mein Wunsch, Pädagogik zu studieren. Der Berufswunsch Jugendarbeit ließ sich nach Abschluss des Studiums sofort realisieren und ich war fast 2 Jahre als Streetworker in der aufsuchenden Jugendarbeit tätig. Dort arbeitete ich so lange, bis ich einen Anruf vom Betreuer meiner Abschlussarbeit, Professor Tippelt, erhielt. Er bot mir eine Stelle in einem Forschungsprojekt mit der Perspektive zu promovieren an. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem ich ein paar Tage zum Camping an den Tegernsee gefahren war, als ich einen Anruf der Uni München erhielt und mich innerhalb von 48 Stunden entscheiden musste, ob ich die Stelle annehmen wollte. In dem Forschungsprojekt entwickelten wir dann ein Online-Lehrbuch zum Thema Jugendforschung. Das Thema Jugend habe ich danach erstmal verlassen und bin in meinen Forschungsarbeiten über die Erwachsenenbildung zu den Älteren vorgedrungen. Das Thema Medien hielt ich dabei aber immer mehr oder weniger intensiv mit im Blick. Im aktuellen Forschungsprojekt kann ich nun die verschiedenen Altersgruppen, mit denen ich mich praktisch und forschend beschäftigt habe, vergleichen und dabei insbesondere ihren Bezug zu Medien untersuchen. Für mich ist das also in gewisser Weise ein Querschnitt durch meine vorangegangenen Erfahrungen und Forschungsaktivitäten.